Da bin ich. Da bin ich bei Maneater und wollte erstmal einfach nur mal so den Anfang zeigen. Maneater, um was es eigentlich so geht, weil ich habe das Spiel dank Game Pass kann ich mir das ja einfach so mal ziehen und einfach mal reinschauen, ja. Und da würde es mich auch jetzt freuen, wenn das Bild hier so weitergeht, ja, Tripware, ist das nicht hier? Haben die nicht für Sony, für die PlayStation 4 entwickelt? Also wenn ich mich nicht täusche, dürfte das Firma sein. Okay, ja, egal. Ich bin ja kein Profi-Journalist. Dude, Dude, ja, das sagt mir aus bestimmten Wrestling-Spielen was. Ja, Maneater wird geladen und boah. Während es geladen wird, da rede ich etwas. Maneater, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Wie komme ich denn auf dieses Spiel? Nein, Spiel, also fortsetzen. Ich habe schon mal reingeschaut, aber mir ist dann, ich habe dann festgestellt, ich sollte doch irgendwie auch was erzählen zu der ganzen Geschichte. Ja, deswegen möchte ich auch mal den Vorspann zeigen und damit ihr wisst, um was es hier in der, ja, Geschichte in Anführungsstrichen geht. Maneater. Ja, du bist ein Hai und frisst. Okay, wenn der Vorspann kommt, dann schweige ich erstmal, dann lasse ich das mal so laufen. Weil ich weiß, dass ich bis zum ersten Hai, der ich da bin, das kommt gleich nach dem Vorspann. Und ja, das wird mir dann, da wird mir die Steuerung, also das Tutorial praktisch nahegebracht. Und jetzt hoffe ich, dass das. Okay. Inzwischen an Bord der Cajun Queen. Pierre LeBlanc ist bei seinen Kollegen als Scaly Pete bekannt. Papa hat Haie gejagt. Ich jage Haie. Es liegt im Blut. Wenn es jemand Besseren gäbe, würdest du doch ihm folgen, oder? Die Menschen haben viele falsche Vorstellungen von Haien. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man mit Haien koexistieren, ne? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Ich sehe meine Arbeit als heilige Pflicht. Ich würde sie alle töten. Schade, dass ein Tag nur 24 Stunden hat. Haisichtung in Fortigbahn. Mehrere Tote wurden gemeldet. Der Hai ist an einer rostigen Harpune in der linken Flanke zu erkennen. Aus dem Weg! Ich habe was zu erledigen! Ja, das ist aber auch ziemlich negativ, was Haie angeht. Also so schlimm ist das, so schlimm sind die nicht. Also ich das weiß es ist nicht. Ein ausgewachsener Bullenhai. Ja. Dieses Weibchen ist schnell, wild und bis an die Zähne bewaffnet. Dadurch hat es hier im Golfstrom nicht viel zu befürchten. Schauen wir uns das mal an. Schön. Zumindest sieht der Hai schön aus. Invertieren. Was heißt invertieren überhaupt? Kannst die Kamera im Bereich Gameplay in Einstellung invertieren? Ja, von mir aus, dann ist das ja halt richtig. Das Muskelwunder zieht souverän durch sein nasses Reich. Ja, herzlich willkommen zum Angespielt. Angespielt, Vorspann, alles Mögliche. Ja, zu Maneater wollte ich schon mal immer mal ausprobieren, um was es überhaupt geht bei dem ganzen. Gut, es geht ums Fressen. Die furchterregenden 350 Zähne des Raubtiers werden komplett zur Schau gestellt. Oh, eine. Oh, das tut mir leid, eine Schildkröte. Eine Schildkröte. Das möchte ich nicht. Du kannst mit dem Schwanzflossen schlagen. Ah, oh, das gucke ich mir mal von unten an. Oh, schaut euch das an. Das sieht ja wirklich, also sieht nicht schlecht aus. Ja. Oh, hohoho. Also, ich habe schon ein bisschen Respekt. Das ist. Oh, hier sind Treppen. Aber ich bin ja kein Mensch.
Okay. Ich lasse mal den größten Teil erstmal in Ruhe. Oh, was ist denn? Moment, ich habe hier was entdeckt. Nein, habe ich nicht. Ich dachte, es gibt so schon geheime Orte, wo ich mich... Ah. Und auf geht's, denke ich mal. Oh, herrlich. Was ist denn das? Ich weiß natürlich, dass es ein Schiff ist. Oh, schön. So, jetzt zeige ich, muss den Hai nochmal zeigen in verschiedenen Ausführungen. Weil mich beeindrucken diese Tiere einfach. Und ja. So hier festgeankert. Festgeankert. Ah. Ole, ole. Oh, ich höre. Oh, ich höre. Also über das Headset hört man das am besten. Es scheinen irgendwelche Delfine oder sowas in der Nähe zu sein. Oder gar Wale. Tatsächlich. Was ist denn jetzt los mit dem Fressverhalten hier? Die Schwanzflosse kann für mehr als nur zum Antrieb unter Wasser verwendet werden. Die Fische, die reißen momentan noch aus vor mir. Oh, herrlich, ja. Sieht doch schön aus, oder? Gefällt's euch auch? Mir gefällt der Hai. Tja, jetzt ist nur noch... Wie nenne ich meinen kleinen Haifisch? Flosse? Das ist mir zu einfach. Okay, gibt es auch eine Taste, wo ich schneller werden kann? Moment. Ich schwimme ja hier zurück. Da komme ich ja her. Genau, hier kam ich raus. Stimmt. Langsam habe ich es raus. Außer mit der Flosse, da weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie weit kann ich denn überhaupt nach oben schwimmen? Oh. Ah, mit X, da schwimme ich nach unten. Ich muss schon sagen, ich bin schon von der Musik beeindruckt eigentlich. So geht das. Oh, hier ist ein Fischernetz, ist das. Ich habe das erste Mal zugeschlagen. Kann ich auch hier oben drüber schwimmen? Oder springen? Ist wohl die Abgrenzung. Also praktisch die Abgrenzung, wo ich nicht weiter darf. Oh, was sehe ich denn hier? Ist da etwa ein Mensch? Ah, schön. Zumindest der Anfang gefällt mir, weil es hat was. Trifft deine
Beute mit einem Schwanzloch. So. Aha, dann geht's erst weiter, wenn ich die Beute mit der Schwanzloch. Dieser Bullenhai verhält sich eher wie ein Fuchshai, wenn er seinen kräftigen Schweif so kreativ einsetzt. Okay. Ich muss ja ab und zu mal auf mein Mikro schauen, ob man mich hört. Eine Haifischflosse erinnert die Menschen unheilvoll daran, dass der Ozean ein wildes, ungezähmtes Reich bleibt. Der Bullenhai vollbringt ein akrobatisches Kunststück, das einem grausam eingesperrten und zur Schau gestellten Orca würdig ist. Ich will meinen ersten Mensch. Ich will jetzt meinen ersten Mensch fressen. Segelboot ist eine reine, kultivierte und uralte Form der Fortbewegung. Herrlich. Also mehr muss ich hier in dem Spiel nicht machen. Ne? Ich bin ja jetzt, ich bin halt das Raubtier, der Fisch, der Hai und entwickle mich. Oh, ich kann auch. Die Geschwindigkeit des Bullenhais ist für ein großes Meeresraubtier verblüffend. Stimmt, Haie sind ziemlich schnell. Oh, das war wohl nichts. Kann ich auch das Schiff zerstören? Nein, glaube ich nicht, oder? Geht das? Leichte Grafikfehler. Ah, ihr singt. Das ist ja schön. Also im Sinne von sinken. Ja. Ein springender Hai ist ein seltenes, kalorienintensives Spektakel. Oh, herrlich. Oh, das muss ich mir jetzt anschauen, wie das Boot singt. Schon alleine wegen der Geräusche. Schön. Schön, ihr habt's verdient. Springe an die Oberfläche. Klatsch. Klatsch. Bin doch. Nein, die Oberfläche, da meint ihr bestimmt Land, oder? Okay. Leg mich jetzt mal in die Richtung. Ach, lustig, dass du die Bedrohung bist. Überhaupt nicht mein Element. Ist hier irgendwo ein Mensch, den ich fressen kann, deswegen Oberfläche springen. Segelflieger sehe ich.
Komm her, Mensch. Ich will dich fressen. Ach ja. Leute, Leute. Das sah doch schön aus, oder? Oh, was haben wir denn hier? Ein Schiffswrack? Nein. Lakune? Wie nennt sich das? Ist aber auch die falsche Annahme, dass ein Hai nur am Fressen ist. Haie sind ja auch Tiere, die... Genauso wie wir. Irgendwann auch mal Satz. Ja. Und ja. Mit diesen schönen angespielten Bildern möchte ich mich allerdings leider verabschieden. Und unten sehe ich gerade meine Energie. Ich habe schon Energie verloren. Mit dieser schönen Musik, mit dieser schönen Melodie, hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, das Spiel jetzt hier. Und ich ja hier fast schon knapp 20 Minuten am Zocken bin. Ja, das sage ich erstmal. Wie immer, gehabt euch wohl und einen schönen Tag oder Abend noch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das bringt jedem was, denn ich komm hier mit noch mehr Videos. Und da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, mein. Okay, bis zum nächsten. Ich bin weg und tschüss.